Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3 The Wild Hunt. Wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir jetzt mal schauen, was wir zum Herstellen des Gegenstandes benötigst du die richtigen Zutaten. Herstellbares Gegenstand. Hier findest du eine Beschreibung des Gegenstandes, den du herstellen kannst. Gegenstände, die du herstellen kannst, sind in Kategorien unterteilt. Klicke mit der linken Maustaste auf den erforderlichen Rezept, um es auszuwählen. Gut, wir brauchen aber Geisteröl. Dafür brauchen wir Arenaria. Okay. Schwalbe heilt uns. Und die Katze macht, dass wir besser sehen können. Gut. Okay. Dann gehen wir mal zurück zum Dorf. Probieren zuerst mal, ob wir etwas ausrichten können ohne, ja, ohne das Geisteröl. Ja, Pferd herbeirufen. Das kann schon mal. Ich weiß Bescheid. Und das ist laut und knackt extrem. Ich dachte, ich hätte was auf dem Radar gesehen. Ja, ich bin jetzt da. Wo ist das? Ah, das Gerät ist hier. Ich speichere zuerst einmal. Gut. Dann wird der Körper verbrannt. Und das Armband. Igni. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Die ist ja mal süß. Was brauchen wir? Das. Ja. Sie ist fort. Für immer. Sehr gut. Nimm die Trophäe von der Mittagserscheinung. Geisterstab. Mittagserscheinung Muttergehen. Geisteressenz. Helle Essenz. Mittagserscheinung Trophäe. Nimm die alle. Kehre zu. Follow dann zurück, um deine Belohnung zu holen. Aber zuerst... Ah, hier ist sie. Ich krieg Bonuserfahrungen bei Humanoiden. Kurzschwert aus Stahl, das macht mehr Schaden als das Hexerschwert, das wir haben. Okay, aber... Das Hexerschwert hat noch Rüstung-Durchbohrung. So. Wir behalten noch unser Stahlschwert. Hier haben wir unsere Aufgabe erledigt. Oh, was ist denn hier auf einmal los?
kuscheln. Ein bisschen gemein, aber rotes Fleisch kann man immer gut gebrauchen. Verdammt. Aber ich freue mich, dass wir keine Öle gebraucht haben für unser Geistproblem. Ah, ich lasse sie liegen. Was ist denn das? Ja, die ganze Kräuter werde ich aufsammeln, damit ich einen guten Vorrat habe, um Tränke und so herzustellen. Was muss, das muss. Und wie es aussieht, sind hier viele Kräuter. Ich glaube, ich habe langsam genug. Also zumindest von diesen weißen. Ich glaube nicht, dass... Und da noch mehr. Und hier waren auch noch welche Pflanzen. Und ist es jetzt immer noch zu? Hat dann abgeschlossen. Einmal Schollkraut, einmal Hundepetersilie. Krähenauge. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Aber scheint nicht so zu sein. Und schon wieder Schollkraut. Also die Gegend ist reich an Schollkraut. Ah, Arenaria. So sehen die also aus, die kleinen Blumen. Ja, und dort drüben ist sicher auch noch ein bisschen Arenaria. Und hier auch. Für unsere nächste Geisterbekämpfung ist das schon mal praktisch. Und dass sie hier nichts sagen, obwohl, ja, ich habe für sie den Geist ausgetrieben. Dann sollten sie nicht so viel sagen. Von wegen, ich bestelle sie. Ja, da bist du. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Behalt das Geld für deine Tochter. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Als Glücksbringer. Danke. Ein Amethyst. Können wir sicher gut gebrauchen. Ich würde gerne die Kräuterfrau befragen. Aber wo
ist die? Also Zusatzrationen. Hiermit gibt die kaiserliche Garnison bekannt, dass die Armee des Dorfes wöchentliche Essensrationen entgegennehmen dürfen. Ah, nicht die Armee, sondern die Armen des Dorfes wöchentliche Essensrationen entgegennehmen dürfen. Diese Rationen werden nur an Empfänger abgegeben, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können. Betrüger werden im vollen Umfang des Gesetzes als gewöhnliche Diebe bestraft. Genommen. Okay. Die haben wir alle schon mal gelesen. Also, ja. Also mal von vorne lesen, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja, hier ist die Kneipe. Aus dem Weg! Ja, ja, ja. Also, wo zum Geier ist die Kräuterfrau? Das ist nur ein Junge. Okay, der Junge... Mein Papa hatte auch mal ein Schwert. Gut. Der Junge ist hier und vor dem Feuer, während die ganze Familie schläft. Ich weiß nicht, ob das gesund ist für das Haus. Ich weiß noch, als ich klein war, spielte ich gerne mit Feuer. Aber hey, was weiß ich schon. Ja, hier. Aha, abgeschlossen. Interessant. Ja, hier noch. Wir haben da eine Mühle. Interessant. Was sind wir hier eigentlich? Okay. Wie es aussieht, müssen wir auch ein paar Fragezeichen nachkommen. Aber zuerst erkunde ich genau das Dorf, schaue nach, wo die Kräuterfrau ist, von der er gesprochen hat. Vielleicht können wir sie wirklich nach Claire ausfragen. Also sagt die Wache etwas, dass ich hier einen besseren Blumenernte? Sieht nicht so aus, gut. Hallo. Oh, da kann man rein. Abgeschlossen. Hi Hundi. Ah, hier kann man rein. Gut. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Sind das Opfer für die Götter?
ein Junge. Hier sind überall Kräuter, also vielleicht ist das Haus der Kräuterfrau. Das knarzt und tut überall. Und weil ich so ein besorgter Bürger bin, lösche ich noch alle Kerzen aus, damit hier nichts abbrennt. Und nebenbei sammle ich ja ein bisschen Feuerin. Aber okay, das ist nicht das Haus der Kräuterkundigen. Der Obst, okay. Dann ist hier alles leer. Gut, wir können wieder raus. Wo ist diese Kräutertante? Und der Schmied arbeitet immer noch. Okay, mal sehen. Vielleicht hat er etwas Gutes zu verkaufen. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Ja. Was brauchst du diesmal? Danke. Ich hätte gerne, dass du mir etwas anfertigst. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Er ist Rüstungsschmied, soviel ich noch weiß. Hier brauchen wir Schnur. Okay. Und wir brauchen auch noch die Rüstung, die wir ohnehin am Körper tragen, um diese zu verbessern. Also, reparieren wir mal. Nixer Silberschwert, Zustand. Nee, Moment, nicht zerlegen. Wollen wir das zerlegen? Gibt Lederstück und... Ja, warum nicht? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Tabakpfeife. Alte Schafsfell. Ziegenhaut. Amethyst kann zu Amethyststaub verkleinert werden. Was bringt der Amethyststaub? Da ich es noch nicht weiß. Okay. Geisteressenz zum Monsteressenz umwandeln. Hellessenz zum Monsteressenz. Geisterstaub zu. Also, wir können das verblechene Tagebuch zu einem Buch umwandeln. So wie Jennifers Notiz. Reines Silber zu einem Silberbarren. Und die Puppe gibt Schnur und Zwirn. Aber die 24 Goldstücke. Was? Moment mal. Eine Servierplatte? Die gibt Holz? Aus Holz gibt's Asche, alte Ziegen. Ja, das können wir umwandeln. Und hier Rehhaut. Lederbandel und Dings. Okay. Zerbrochene Hake. Zugehärtetes Holz.
Die Angeln können wir zu Holz und Schnur. Und der Fischernetz zu Pertrat. Gut. Die Deuterium-Bahren. Puh! Nicht gerade billig. Genius Essenz können wir zu. Ah, auch zu einem Monster. Silbererz. Reines Silber, Silbererz. Ah, okay. Dann schauen wir mal, was können wir dem Typen verkaufen. Kann man hier vergleichen? So, was haben wir denn? Kann nichts verkauft werden. Kann nicht verkauft werden. Monsterauge. Was haben wir sonst noch? Okay. Leb wohl. Leb wohl. Okay, das hat ja nichts gebracht. Gut, diese Kräuter hier aufgesammelt. Ein besoffener Bauer. Schnur. Schau mich nicht so an! Okay. Was muss ich machen, damit ich auch so ein Schwert kriege? Schrei nicht so, deine Mutter schläft. Aber ich finde die Wandmalereien sehr schön. Habe ich. War ich hier schon? Nein, eindeutig nicht. Gut, gut. Eine Katze am Boden. Und dein Beil so einfach rumliegen lassen. Eieiei. Die Leute hier leben gefährlich. In gefährlichen Zeiten. Gefährliche Sachen. Und suche Honigwaben. Gute Bezahlung. Große Mengen erwünscht. Tomira, Kräuterkündlerin. Ja, super. Aber wo ist die? Ist. Nein, hier war doch der besoffene. Brandstift, oder? Denn hier haben wir schon alles ausgeräumt. Ein Huhn. Da glaube ich nicht nochmal etwas, denn wir wissen ja, was letztes Mal passiert ist. Wo geht's denn hier entlang? Okay, vielleicht ist die Kräuterkundige hier irgendwo. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Bla 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 bla. Und die haben immer nur den gleichen Text drauf. Ein bisschen schade. Aber hey. Was soll's? Man kann ja nicht alles haben. Bis jetzt ist das Spiel auch recht angenehm und gut. Hallo? Jemand zu Hause? Sieht nicht so aus.
Soll sich jemand beschweren, falls ich etwas nicht klauen darf? Ein Streckleiter. Ne, hier ist wirklich niemand. Und da sich niemand beschwert hat, kann ich das Zeug behalten. Hier ist wirklich niemand. Was ist denn das dann für ein Bauernhof? Da köchelt eine Suppe vor sich hin. Pusteblumen. Andere. Suppe. Gut. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Okay, ich gehe mal zum Flussübergang. Moment mal, das kommt mir hier ein bisschen bekannt vor. Waren wir hier schon mal? Schwer zu sagen. Aber wir werden die Welt noch ein bisschen erkundigen und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ciao, bis dann. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei.